Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zum Triron-Test. Also kein Unboxing oder irgend sowas, das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Ich habe auch mal gezeigt, was dieser Triron anders macht wie der Tracer von EP Ever. Der Tracer hat hier ein Display drin und ein paar Knöpfe und das war's. Und der Triron hat die Möglichkeit, dieses Display auszutauschen gegen ein Stück Plastik, wenn man es nicht braucht. Man kann ja hier den MT50 ranhängen gegen ein einfaches Display mit vier hässlichen LEDs, wo nur so ganz grob angezeigt wird, wie voll die Batterie ist. Gegen was mit Display und zwei Knöpfen, gegen was mit Display mit fünf Knöpfen. Und dann kann man hier unten das Ding noch aus. Also wenn man das Display hat, braucht man ja hier unten jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwas. Ja? Das sind die Geschichten. Er hat den Temperatursensor auch und er hat eben hier unten den MT50-Eingang nicht, weil den kann man ja hier oben reinmachen, wenn man ihn halt braucht. So, aber was leistet das Teil? So, ich habe jetzt den kleinen EP-Ever hier an den beiden 150 Watt Panels von Solartronics. Den werden wir jetzt abschrauben. Und dann werden wir den Triron ranhängen. Und dann werden wir heute in diesem Video mal versuchen rauszufinden, was man über dieses Display einstellen kann und was das Teil so in der Lage ist zu leisten. Ja. Und dann im nächsten Video werden wir mal den MT50 ranhängen und mal schauen, was wir da einstellen können. Genau. Das ist der Plan. Und bleibt einfach dran. Ich zeige jetzt mal, wie ich das Ding umbaue. Und Sicherheitshinweis. Jetzt gleich Sicherheitshinweis. Ich werde die Anlage abschalten. Ich werde wahrscheinlich beide, weil ich hinten einfach alle Sicherungen ziehen werde, einfach die gesamte Anlage abschalten aus Sicherheitsgründen. Macht das bitte auch. 150 Watt, wenn man das jetzt bekommt, bei 38 Volt ist ein ordentlicher Schlag. Nicht lebensgefährlich, aber es ist ein ordentlicher Schlag, den möchte ich nicht haben. Tut euch das selber auch nicht an. Selbst wenn jetzt gerade Sonne ist und ich drehe es jetzt auch am Vormittag, obwohl es hier unten echt dunkel ist aufgrund der neuen Panels, dann verzichtet auf die Viertelstunde, wo ihr umbaut. Das ist es nicht wert. Wirklich nicht. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, bauen wir mal um. So, jetzt wird es gleich ein bisschen dunkler hier im Keller. Das heißt, ich muss jetzt mir mal mein Studiolicht ein bisschen näher holen. Weil natürlich jetzt die Oberbeleuchtung gleich weg ist. Wenn ich jetzt die Sicherung ziehe. Sicherungsautomaten habt ihr schon ewig nicht mehr gesehen, weil die da einfach da hinten verbaut sind. Das seht ihr jetzt nicht. Aber man müsste es jetzt gleich am Licht merken. Genau. Und zusätzlich ziehe ich mir jetzt hier noch Gummihandschuhe an. Die habe ich mir einfach irgendwann mal gekauft. Es ist einfach sicher, sicher, sicher. Sicher, sicher ist sicher. Ja, jetzt ist es mittlerweile auch ganz ausgegangen. So, aufschrauben. Und weg das Kabel. Und auch wirklich schön weg das Kabel. Ich habe mir jetzt in den letzten Monaten und so immer angewöhnt, wenn ich was umbaue, dann kommt an irgendwelche Stellen, die da offen sind, auch ein Gummischuh drüber. Für die Leute, die schon wieder am Tippen sind, warum hier keine Kabelendhülse drüber ist, das hat einfach einen ganz einfachen Hintergrund. Ich mag sie nicht. Nein, ist nicht so. Und zwar kann man in diesen kleinen EP-Ever kann man 4 Quadratkabel reinmachen. Mit Kabelendhülse und mit ohne Kabelendhülse kann man da 6 Quadratkabel reinmachen. Und natürlich dicke Kabel, weniger Verluste, weniger Widerstände im Kabel, erhöht die Sicherheit. Dann machen wir das doch so. Ach, jetzt ist mein schöner Schuh abgegangen. Nanu. Jetzt müssen wir da aber irgendwas machen. Ich mag das nicht. Ich mag das schön weit auseinander haben. Hier. Wie dauert da jetzt? Ich könnte natürlich den hier auch so ein bisschen nach hier hinten klemmen. So, ich überlege mir mal kurz was. Ranger Bands bzw. alter Fahrradschlauch haben wir ja genug. Wer übrigens mal wissen will, was ein Ranger Band ist, gibt es auch ein Video von mir.
Da wird einfach nur der Fahrradschlauch in dünne Streifen geschnitten. Und das hier ist ein ganz einfacher Trick, wie man hier so ein bisschen für Abschirmung sorgt. So. Zack. Schön, so gefällt mir das besser. Alles andere ist schon abgeschalten. Aber das mag ich trotzdem nicht hier. Als ob jemand gut gemeint beim Zamba und hör, war denn das? Alter Schwede. Was ist denn hier? So geht's besser. Ja, wenn man ewig nicht angegriffen hat, weiß man es natürlich nicht mehr. So. Echt, weil draußen ist gut Sonne und wir müssen einfach hier dafür sorgen, dass das alles ein bisschen voneinander getrennt ist. Ne? Das ist wichtig. So, für den habe ich jetzt nichts mehr. Aber das ist jetzt auch wurscht. Ich wiederhole es nochmal. Keine Kabelendhülse, weil dickeres Kabel drin. Sonst könnte man sich ja überlegen, ob man es reinmacht. So, das ab. Der wird übrigens auch nicht mehr verbaut. Wenn die ganze Testaktion vorbei ist, kommt hier nämlich der Victron hin. So. Gut. Sieht man hier noch schön den Strich, wo ich das hatte damals angezeichnet, wo das hin soll. Und jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir jetzt als allererstes das jetzt hier, oh Gott, der ist groß. Den mache ich vielleicht ein bisschen höher. Der bleibt ja eh nicht lang für die Testreihe. Dann geht er an den Verleiher zurück. Aber für die Zeit, wo wir jetzt hier testen, wollen wir das ja ordentlich machen. So. Interessant wird auch noch mal, wie man das Display ablesen kann. Ich will das nicht fies falsch festschrauben. Erstmal hier. So. Hoppla. Das war's. Jetzt müssen wir auch das Pluskabel aufstecken. Das ist natürlich jetzt hier bei diesem großen 30 Ampere Triron viel, viel einfacher wie bei dem 10 Ampere EPFer. Das ist ja vollkommen klar. Weil natürlich auch hier das könnte ich natürlich hier mit Kabelendhülsen arbeiten. Ne? Das ist ja hier das Loch groß genug. In dem Fall ist es jetzt relativ wurscht, ob ich Plus oder Minus als erstes anschraube. Aber macht es bitte einfach so. Ja, das ist einfach der Sicherheit geschuldet. So.
So, ich fühle mich übrigens ziemlich gut mit Gummihandschuhen. Das gibt noch mal so ein ganz kleines bisschen zusätzliche Sicherheit. So. Und den Teil hier, das ist immer ein bisschen ein Problem, weil man sollte eigentlich als allererstes die Anlage einschalten, weil sonst weiß er nicht, ob 12 oder 24 Volt. Und das erkennt er nämlich beim Einschalten. So. Dann müsste der eigentlich erkennen, dass das eine 25,2 Volt, genau. Und jetzt stecken wir hier dann das PV-Käbelchen rein. Zack. Wie das. Na ja, da kommt schon. So. Jawohl. Den stecken wir noch nicht an, der ist dann vom nächsten Test. So, jetzt hole ich euch mal hier rüber, dass wir mal alle gemeinsam mal schauen können. Das macht eigentlich schon mal einen ziemlich coolen Eindruck, oder? Jawohl, jawohl, jawohl. Schön. So, Kabel. Handschuhe wieder aus. Kann man das auch irgendwie, eigentlich, dass das nicht immer hin und her springt. Das sind die Kilowattstunden. Das ist die Batteriespannung, die wir haben. Die korrespondiert auch mit meinem MT50 vom 30 Ampere Tracer. Ja, wenn man hier nichts drückt, dann fängt das Ding wieder an rumzuspringen. Ist ein bisschen schade. Das finde ich jetzt, eigentlich interessiert mich hier. Hier interessiert mich, was kommt. Das finde ich toll, dass man hier einstellen kann, was kommt. Das ist schon auf der ersten Seite, das ist schon mal klasse. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Strom verbrauchen. Wir sind zwar erst bei 26 Volt Systemspannung. Und was cool ist, was ich gerade sehe, da zeigt mir hier den Batteriestand an, was ja auch wieder Quatsch ist. Oh. Vielleicht an dieser Stelle nochmal für alle, eine Batterie mit 25,5 Volt wäre ja in der Nacht voll. Das wäre eine Leerlaufspannung, sagen wir mal 26 Volt, wäre eine Spannung, die das Ding hat, dann ist eine Batterie voll. Ja? Und diese Prozentanzeige hier, wo ist er denn jetzt? Hier 66%, das passt dann einfach nicht. Das ist Quatsch. Ja, aber sei es drum. Dann haben wir ja den Loadausgang, der ist natürlich jetzt nicht angeschlossen. Der würde jetzt dann quasi mit derselben Spannung fahren, wie das System hat. Was ist Escape? Ah, da kann man ausschalten, genau, das ist klar. Das ist der Power und der Escape. Also wenn wir im Menü rumbasteln, wird das der Knopf sein. Ansonsten fahren wir hier es natürlich nicht an. Es wird geladen. So, machen wir hier schon. 170 Watt. Was kommt denn über den 30 Ampere? Tracer kommen 290 Watt von 750 möglichen. Und hier kommen 186. Ja, so. Ach, das ist ein bisschen lästig, dass man das nicht festsetzen kann. 170 Watt von 300 möglichen. Also ungefähr die Hälfte ist bei beiden das gleiche. Das ist doch schon mal eigentlich nicht schlecht. Okay, jetzt machen wir mal noch die Einstellung. Also ich gehe jetzt mal hier rein. Jetzt schauen wir mal, was wir hier einstellen können. Was hat sie das? Set. Ich möchte eigentlich, dass ich hier länger drauf bleiben.
Aha, hier kann ich also einstellen, dass ich nur das sehe. Aber bei Set kann ich sagen, ich will nur das. Da kann ich sehen, wo alle Spannungen liegen. Ja, das ist natürlich eine sinnvolle Einstellung hier. Ne? Das ist natürlich eine sinnvolle Einstellung, weil dann kann ich einfach nur sehen, Spannung, Ampere und jetzt ist es wieder weg. Also das war jetzt gerade, was schon insgesamt geladen worden ist über das Teil. 186 Kilowattstunden. Das ist Hin- und Hergespringe, das nervt mich voll. Also das Hin- und Hergespringe, das könnten Sie sich sparen. Hallo, hallo? Okay. So. Kann man jetzt hier irgendwas einstellen? Batterie vielleicht? Naja, genau. Hier kann ich sehen, wie die Temperatur, die Spannung und die Ampere ist, die geladen werden. Das heißt, ich kann jetzt, also mit Set kann ich sagen, Set, zum Beispiel das hier, da geht jetzt nichts raus, oder PV, dann zeigt er mir halt nur PV, der zeigt er mir halt nur Batterie und der zeigt er mir halt nur Lastausgang. Ah, das heißt, ich habe jetzt also hier an dem Display schon die Möglichkeit, einiges mehr einzustellen. Aber was ich nicht habe, ist... Ich jetzt aus der ganzen Nummer wieder raus. Also so wirklich hundertprozentig selbsterklärend ist das nicht. Alle Spannungen. Also bei einer Batterie interessiert mich die Spannung. Beim PV interessiert mich die Watt, die geladen werden. Und beim Load interessiert mich eigentlich eher der Watt, der geloadet wird. So, wenn das jetzt bleiben würde, wäre cool. Das finde ich ganz cool. Die Einstellung finde ich ganz... Nein, jetzt ist sie wieder weg. Okay, also es fängt dann irgendwann an umzuspringen. Also das haben sie jetzt nicht so hundertprozentig drauf, muss ich sagen. Dann wird man da wahrscheinlich... Also es ist nicht selbsterklärend. Das seht ihr ja selbst. Ja, also vielleicht sollte man dann doch lieber mit dem MT50 arbeiten oder mit der Software. Also wer richtig hundertprozentig tief einsteigen will in diese Gerätschaften, sollte vielleicht tatsächlich eher mit der PC-Software arbeiten, die Dinger einstellen. Ansonsten, wer wirklich hundertprozentig gute Auswertungen machen will, sollte vielleicht eher mal auf den Victron zurückgreifen. Na gut, lassen wir das erstmal. Auf jeden Fall schon mal trotzdem cool, dass man das hier einstellen kann. Also ich finde die Einstellung eigentlich am besten, wenn man hier drauf geht, so. Und wenn ich jetzt sage PV, warten die gerade, diese hier, die mit der Spannung und dem Ausgang, wo nichts ist, in Watt. Wo ist denn das? Ja, so, wenn das jetzt bleiben würde, das wäre genial. Das wäre genial, weil das ist genau das, was ich brauche. Die Spannung in den Batterien, verlasst euch bitte nicht auf die Prozentanzeige, es nützt nichts. Aber jetzt springt er hier schon wieder hin und her. Ich werde irgendwie mit den Displays von EPEVER werde ich irgendwie kein Freund. Gut, das soll es jetzt bis hierhin schon mal gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.